Wir locken die mal da rein. Ich höre kalte Winde. Hey, hör auf, meine Fallen umzustoßen. Das geht gar nicht klar. So, wieder aufstellen. Passt. So. Die Musik ist schon wieder so grausam. Komm raus aus deinem Häuschen. Ja, bleib drin ist besser so. Dann leben meine Fallen noch ein wenig. Das hat für mich immer höchste Priorität. Ja, Spinnenbeben. Apropos Fallen, ja, unsere Fallen geben langsam, aber sicher den Geist aus. Problem an dem Ganzen ist, nun ja, wie soll ich sagen, wir haben nicht wirklich die Materialien, jetzt viele neue Fallen zu machen. Das ist ein wenig ärgerlich, finde ich. So, ich gehe mal hin und schaffe uns eine zweite Kaninchenkiste an. Rein da. Ich denke, Kaninchenkisten sind nie falsch und sollten auch immer zur Haufe gefüllt sein. So, mehr Kaniggels. Noch ein Kanigel. Noch ein Kanigel und unser Inventar ein bisschen füllen. Wir könnten mal dafür sorgen, dass unser Heatstone ein wenig aufgeladen wird. Hier, friss Kacke. Gefällt dir das Feuer? Frisst du gerne Kacke? So, ja. Nein, 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 nicht essen. Ich hätte es beinahe gegessen. Ich meine, wir haben jetzt noch einen ganzen Haufen Nahrungsmittel, Vorräte und so weiter, um den Winter zu überstehen. Noch einige Fallen, die funktionell sind. Ich glaube, wir haben wirklich gute Chancen, im Winter zu überstehen. Ich bin beim Winter immer kritisch. Und vor allem, nachdem man wieder in den Sommer gekommen ist, ist es eigentlich kein Problem. Ich weiß auch gar nicht mehr, bei welchem Tag sind wir das letzte Mal abgekackt? 36 oder so? Kann das sein? Holy Guacamole, der ist heiß. So, wie sieht's aus? Kanigels, genau. Tschüss, Kanigel. Kanigel. Kanigoggel, Doggel, Doggel, Kanigel. So. Wir gönnen uns mal einen fetten Braten. Oh yeah, der hat wenig geheilt. So fett war der dann wohl doch nicht. Naja, was soll man machen? Wir können mal hingehen und ein paar Meatballs machen. Meatballs sind nie verkehrt. Wir sehen auch schon die ersten Nightmares hier. Da war er weg, nachdem ich ihn ertappt habe, wie er auf meinem Bildschirm rumwabbelt. Mach schon! Wie schaut's denn aus? In der Richtung waren wir noch nie. Die Ecke gehe ich jetzt gleich mal erkunden. Es ist noch Tag. Da kriegen wir das locker hin. Guten Hunger. Und weiter. Einsammeln, aber ganz schnell. Nein, nicht essen. Ich habe es aus Versehen gegessen, aber dann gut. Hängen wir den Rest auf. Holen uns noch einen Kanigel. So, es ist schön, wenn die noch am Leben sind, weil dann fangen die auch nicht an zu gammeln. So, wie weit müssen wir denn? Hier ist irgendwo noch so ein Kaninchenhort, sage ich schon. Aufpalassen. Ja, kein Wunder, bei den Teilen. Dieses Dreierpärchen ist ja schon bei mir gewesen. Hier liegt was fast Vergammeltes. Ich glaube, in ihrer Paarungszeit haben die Teile hier fleißig, fleißig Kaninchen getötet. Da hinten ist auch noch ein Baummann. Hallo, Baumgeist. Hier sind überall Gräser, die ich aufsammeln kann. Vielleicht hat der Baumgeist auch irgendwelche Viecher getötet, aber das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Wir könnten übrigens auch wieder den Baumgeist töten. Ich meine, ich habe ja schon gezeigt, wie das Ganze funktioniert, wenn man die so ein bisschen austrickst und das Angriffsmuster kennt. Aber dann gut, wir lassen es erstmal. Ich möchte mal beobachten, was passiert, wenn ich dieses Horn spiele. Reagieren die dann drauf? Nein. Uncool. Ja, die stehen auf dieser Eisfläche. Ich packe mir einfach die Kackhaufen, dann können wir in der Nacht wieder was verbrennen. Wir haben tatsächlich hier in der Ecke etwas Nützliches gefunden. Unser erstes Teil für das Portal Richtung Adventure Mode. Ja, standardmäßig Sandbox, ihr kennt es. Na gut. Dann bringen wir das Teil mal zurück zum Lager. Wir haben jetzt gleich Nacht. Ich suche auch gerade schon fleißig nach der Fackel im Inventar, aber ich sehe sie einfach nicht. Bin ich tatsächlich ohne Fackel im Inventar losgelaufen? Das finde ich zum Kotzen. Na gut, aber wir haben den Tag überstanden. Unsere Sanity übersteht allerdings nicht mehr so lange. Deswegen gönne ich mir ein paar Beef Jerky.
Wie gesagt, im Moment möchte ich nicht Sanity verlieren. Der Winter tut aber ein gutes Stück, mich vom Gegenteil zu überzeugen, dass ich Sanity verliere. Wir gucken mal, was wir so machen können. Hier, das werden wir im Sommer verstärkt anfangen zu bauen. Verbesserte Farmplots und ja, Bienenboxen kennt ihr schon. 4 Bienen jeweils. Okay, das ist hart. Aber für 2 Bienenboxen reicht es schon mal. Icebox, Crockpot, Drying Rack. Ja, wir könnten uns ein paar Mauern bauen, also wirklich was bringen würde uns das Ganze nicht. Schweinehaus, Hasenhütte, Vogelkäfig. Ich glaube, im Vogelkäfig können wir Früchte an die Vögel geben und die geben uns dann speziell die Samen für diese Früchte wieder raus. Das ist sehr praktisch, wenn man mal eine Drachenfrucht hat. Das ist die wertvollste Frucht, die es im Spiel gibt. Oh, mein Feuer. Ich sollte mein Feuer im Auge behalten. Ich war gerade vertieft in das neue Item, weil das kenne ich tatsächlich noch nicht. Wo war es denn? In Survival? Nein, wo war es? Jetzt bin ich neugierig. Quatsch, hier war das? Nein. Structures. Nein. Lasst mich eine Sekunde überlegen und meinen Fokus im Geiste sammeln. Es war unter Survival. Nein. Unter Food, doch. Da ist das Problem. Nein, das ist die Eisbox. Jetzt kann ich es auch finden ohne Probleme. Ich verstehe das als Dekoration, aber ich bin mir nicht sicher. Gut, wir haben Tag. Die Routine-Rundgang-Patrouille hier in der Gegend. Ja, ich will nicht, dass das Ding wächst. Unsere Fallen werden immer schwächer. Allgemein, unsere Vorräte werden immer knapper. Der Winter ist zum Kotzen. Ich habe keinen Bock mehr auf den Winter. Wir haben eine Jetfähne gefunden. Was immer die uns bringt. Können wir mit den Knochen... Wir können nichts mit den Knochen... Ach, das war eine Biene. Ich dachte gerade, was zur Hölle? Greift mich jetzt wieder an. Gut, ja. I envy his escape. Ich beneide seine Flucht. Verpisst euch! Mist. Das klappt nicht. Also mich fuchst das, dass ich nicht an dieses blöde Teil rankomme, an die Eier. Gibt's nichts, wovor die Angst haben? Ja, vor allem selber haben die Angst, aber das bringt uns nichts. Ja, doch, vielleicht schon. Mal hier hoch damit. Und kloppen. Ja, hat uns nicht so viel gebracht. Hier haben wir das Schweinedorf. Das bringt uns derzeit auch nichts. Gar nichts, um genau zu sein. Was wir machen werden, sobald das Schweine? Wie komme ich jetzt auf Schweine? Sobald das Spinnennest auf Stufe 3 ist, werden wir uns ein paar Söldner holen. Wir können Schweinemenschen bestechen, damit wir uns folgen. Das werden wir zu unserem Vorteil ausnutzen. Ich würde am liebsten jetzt Schweinemenschen holen und damit Pinguine verprügeln, aber na gut. Geht halt nicht immer. Ja, zurück zur Basis, mal wieder, weil ich keine Ahnung habe, wie ich im Winter meine Zeit verbringen soll. Fallen, plündern, wieder aufbauen, plündern, wieder aufbauen. Das ist gerade die Routine, die sich hier einspielt. Ich sehe mal zu, dass ich ein paar mehr Büschel kriege, denn die sind nie verkehrt. Ich meine, die wachsen im Winter auch nicht. Deswegen ist es ganz gut, wenn wir uns hier unsere Büschel dann holen. Böse Blumen, die nehme ich sehr gerne mit. Nur was lasse ich dafür liegen? Einen vereinzelten Kackhaufen. Die lasse ich hier liegen. Die werden schlecht. Die sollen nicht schlecht werden. Wir gucken gleich mal unser Science-Menü durch. Ich weiß noch, für irgendwas haben wir die gebraucht und hier haben wir welche. Ups. So. Wir sehen uns das jetzt gleich an. Noch ein Kackhaufen, aber wir können keinen mehr tragen. Weil wir wieder Karnickels dabei haben. Ich lasse die Fallen noch hier zuschnappen und gucke sie gar nicht erst nach. Lohnt sich im Moment nicht. Was heißt denn dieser blinkende Kreis, dass die Sonne scheint? So, wir gucken mal. Quatsch, wir gucken nicht, wir gucken hier.
Es gibt so viele Sachen. Aber na gut, da sind wir noch lange nicht angekommen. Das sind alles Sachen, die ich selber noch nicht wirklich gemacht habe. Genau, hierfür? Nein. Da brauchen wir so Räder für. Wie heißen sie? Zahnräder. Ich weiß definitiv, dass wir irgendeinen Gegenstand haben, wofür wir dunkle Blüten gebraucht haben. Okay, wir können aus 5 Blüten, nein, aus 4 Blüten einen Nightmare Fuel machen. Aber wir brauchen dafür ein anderes Item. Was hier? Den brauchen wir, damit wir das machen können. Prestidigitator, was immer das heißen soll. Habe ich es richtig ausgesprochen? Hattitator. Prestidigitator, glaube ich. Na gut, wir heizen unser Feuer an. Was gerade uncool ist, denn irgendwie ist mein Spiel über die Taskleiste geglitscht. Wartet mal kurz. So, jetzt ist es besser. Jetzt sehe ich die Reihe hier wieder. Die habe ich gerade eben nicht gesehen. Ja, unser Feuer geht fast aus. Das heißt, wir geben ein paar wertvollere Ressourcen da rein. Wir haben zur Not noch mehr als genug Holz. Also was mache ich hier? Wir nehmen Holz zum Heizen. Denn das haut richtig rein, das brennt gut. Vor allem jetzt, da es schneit, brauchen wir vielleicht ein größeres Feuer. Da wird es bestimmt noch kälter sein. Was wir jetzt mal machen werden, ist ein Blutopfer beschwören. Denn mit Abigail fühle ich mich einfach viel wohler. Hallo. Unsere Sanity ist echt krass am Sinken. Merkt ihr das? Ich verstehe nicht, wieso unsere Sanity auf einmal so den Bach runtergeht. Vielleicht, weil wir die bösen Blumen im Inventar haben. Kann das sein? Ich glaube, wir werden uns mal selber den nächsten Tag ein paar Blumen sammeln und uns einen Blumenhut basteln. Den tragen wir dann am Feuer. Der wird dauerhaft unsere Sanity nach oben hauen. Ich denke, das ist langsam nötig. Weil der Winter mit seinen blöden, gruseligen Schneeflocken haut echt rein.